Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 7. Und heute werden wir ja so um die, also auf jeden Fall über 1000 Obsidian zusammenfarmen. 1500 werden es wahrscheinlich. Ähm, für eine Overworld Gold Farm. Das heißt, wir bauen die hier bei uns in die Base. Wir können. Infinite, unendlich, Gold dort dann farmen, müssen nicht mehr in den Nether zu Gold farmen und das ist doch schon mal ein krasser Mehrgewinn. Letztes Jahr habe ich die nicht gebaut, vor allerdings schon ein paar Mal. Und äh, wer die noch nicht kennt, der wird mal wieder ganz viel Spaß haben. <laughs> es ist sehr, sehr anstrengend, zu so viel Obsidian zu sammeln. Aber was damit auf sich hat, das seht ihr jetzt in diesem Video. Falls ihr alle weiteren nicht verpassen wollt, denkt dran, die Benachtigung einzustellen. Dann kriegt ihr mal einen Alert. Würde mich freuen, hilft mir extrem. Vielen Dank und jetzt let's go mit dem Video. So, dann, wenn ich alles richtig gemacht habe, kann ich jetzt hier runtergehen Und vor uns wird ein Skelett. Nein, es ist gestorben. Ach, schade, da liegt's. Eben vor Aufnahmestart hat hier ein Skelett die Golems abgeschossen. Ich hatte gehofft, dass das das weitermacht, aber es ist zu weit nach vorne gelaufen. Der Golem hat es gekillt. Ich dachte, das wird geklärt. Ja, Leute, eine Overworld Goldfarm. Das heißt, wir farmen Gold hier bei uns. In der Base. Automatisch. Durch AFK sein. Und jetzt habe ich natürlich folgende Option. Entweder. Ich baue das irgendwo hier in den Keller rein. Oder ich baue das nach oben, obwohl ich eigentlich eher das zweite bevorzugen würde. Aus Platzgründen. Wir brauchen Minimum. 23 mal 23 mal 23. Ein Würfel aus 23 mal 23 mal 23 Blöcken. Und, naja, was habe ich denn hier hinten? Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn ich mich hier so hinstelle und hier diese Goldfarm hätte, dann könnte ich irgendwie hier AFK stehen und gleichzeitig meine Creeperfarm, könnte ich alles gleichzeitig laden, sogar noch die Eisenfarm mit dazu. Das wäre strong. Das wäre echt strong. Okay. Also, ich würde sagen, vielleicht ist hier eine richtig schöne Stelle, um das irgendwie hinzupacken. Jetzt heißt es, wir müssen messen. Wie viel Blöcke. Vielleicht kann ich hier diesen Berg. Ah, ich sehe schon. Sparky darf einen Teil vom Berg wieder abtragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Naja, es wird hier fast hinpassen. Dummerweise ist dann hier kein Durchgang mehr. Ähm, ich würde sagen, wir bauen uns hier ein kleines bisschen am Berg entlang, hacken das flach, bohren hier ein bisschen weg und dann kann ich den, die Farm hier komplett an die Wand stellen. Da habe ich hier außen einen Weg, der außen rumführt. Zur Eisenfarm, die gerade wieder wieder Golem grillt. <laughs> Viele hatten übrigens Probleme gehabt, dass die bei denen nicht funktioniert. Ich habe nochmal ein Tutorial, also von der wein ein Tutorial gemacht, das findet ihr auf dem Kanal der Tutorial-Playlist drin. Sage ich so, weil ich es wahrscheinlich vergessen werde, als Infokarte hinzuzufügen. <laughs> Deswegen gucken die Playlist. Ähm, ja. Also wenn es wirklich eins zu eins so gemacht ist, ihr seht, es funktioniert. Ich kann dann halt auch nicht weiterhelfen, wenn es nicht klappt, ne? Also so ist wirklich eins zu eins richtig mit Slabs oben drauf, dass nichts außer auch oh, komm schon Zombie. Und du der hier meinen Monolog, mein, mein fahren. Da kommt der nächste. Ui. Ja, also so geht's halt. Also so wie laut Tutorial, wie es gemacht hatte, geht's. Ich habe halt auch noch folgendes gemacht, ich habe verschiedene Berufe genommen. Ähm, vielleicht hat man dreimal die gleiche Workstation, aber das kann sein, dass sie sich dann mal Irritieren oder vergessen, egal. Gut. Ähm, ich schaffe mal Platz. Wir kommen in Risiksgerätin und wir müssen über 1000 Obsidian farmen. Wenn ich das Richtige noch im Kopf habe. Ich glaube, wir müssen über 1000 Obsidian farmen. Dazu werde ich mir einen Beacon mitnehmen, ins End gehen und da die Obsidientürme abbauen. That's the plan. Gut. Aber da das Abbauen den drüben ein bisschen öde ist, würde ich sagen, wir machen einen kleinen Folgenschnitt. Und ja, ich bin immer noch Craftedick am Livestream. Ähm, kann ich leider nicht zu festen Zeiten machen. Da, da kann ich sowas hier mal machen, das Freibuddelnehmer mit dem Chat quatschen. Das wird jetzt so wahrscheinlich meine Hauptaufgabe sein. Ähm, ich bin allerdings nicht mehr zur festen Zeit, direkt um 18 oder 19 Uhr äh, am Craftic Stream. Das hat Arcmin Jungs geplant. Das ist immer so spontan. Ich weiß um 18 Uhr eines Tages nicht, ob wir an diesem Tag streamen. <laughs> und ähm, ob es um 18 Uhr ist. Und dann zack, es sind alle live, und dann weiß ich, okay, jetzt ist 18 Uhr. Oder okay, jetzt, jetzt, jetzt ist es Streaming. <laughs> Ist ein bisschen schwer, aber ich hänge Craft-Attack meistens noch hinten dran. Falls ihr gelegentlich mal reinschauen wollt oder ein Stream offen lasst, dann kann es sein, dass ihr mich auch noch im Craft-Attacken findet. So wie jetzt gerade. Hallo, Chat. So, ähm, ja, und dann würde ich sagen, bootle ich mich mal ein bisschen weiter durch. Und dann sieht man sich gleich wieder nach einem Schnitt, wenn ich das hier weggehackt habe. Bis gleich. Okay, Berg ist abgetragen und ich würde sagen... Wir machen das so. Weiter nach hinten kann ich nicht, weil das ist tatsächlich mein Shop dahinter. Der, der geht ja noch hier weiter. Innen drin. Und deswegen kann ich nicht weiter bauen. Oh, Zombie. Ja, ausgeleuchtet, ist was anderes, aber passt. Wie? Ich stand direkt davor. Anscheinend können wir auch ein worden. Jedenfalls. So sieht's aus. Das ist die Größe. Und ich würde sagen, die setzen wir nicht auf den Boden, sondern wir lassen die ein bisschen in der Luft jetzt einfach hier schweben oben. Und äh, 25 für 25 sind es insgesamt. 23 23 für die Farm und 25 noch für den Rahmen außenrum. Das, äh, ja, sollte klappen. Und dann heißt es jetzt, den besorgen im End. Nämlich über 1000 Stück brauchen wir dafür, denke ich mal. Ja, ich habe eigentlich alles dabei. Wir müssen noch ein Biegen jetzt mitnehmen. Ich habe Box hier. Tja, dann würde ich mal anfangen. Wir bauen einfach den Eisenbiegen ab, nehmen den so mit, wie er ist. Und vielleicht noch ein... Eisen normal, damit ich den dann anschmeißen kann. Was läuft eigentlich gerade in dem Eisenbiegen? In dem Eisenbiegen läuft Haze, tatsächlich. Okay. Ähm. Biegen nehmen wir mit. Den, die Pyramide lasse ich da stehen. Die muss ich nicht abbauen. Ich kann aus den Kisten mir noch mal ein neues Eisen rausholen. Mhm. Plus noch welches, um so zu usen. Ich nehme mal drei Stacks-Blöcke oder so mit. Das müsste ausreichen. Drei Stacks-Blöcke. Wie viel braucht man? Zweieinhalb, ne? Drei Stacks-Blöcke müssten ausreichen. Plus nochmal sieben Einzel. Denn die benutzen wir halt zum Powern dann von dem Ding. Schalker-Box dabei. Essen nehme ich noch ein bisschen mehr mit. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ja. Die Session wird ein Weilchen dauern. Dennoch sehen wir uns gleich wieder, wenn ich am Beacon-Aufbau bin. Warte, wo wollte ich gerade hin essen? Essen wir hier. Wir sehen uns gleich wieder beim Beaconaufbau. Ne? Dann heißt es mal ab ins End und mal gucken, was es wird. So, Leute, da wäre ich. Natürlich auch vergessen, auf, aufzunehmen, wie ich den Beacon baue. Weil ich so im Stream vertieft war. Aber der Beacon steht. Ich platziere den mal hier so ein bisschen in die Richtung. Und dann gucken wir mal, wie schnell das jetzt geht, so ein Obsidian abzubauen. Mit Haze, zwei Intos geht. Also ich brauche über 1000 glaube ich dafür insgesamt, aber warte mal ganz ich habe Haste 1. Oh, ich habe Haste 1. Warum habe ich nicht Haste 2? Warum nicht Haste 2? Habe Hast ich nicht ausgewählt? Jetzt haben wir Haste 2. Okay. Jetzt Haste 2. Seltsam manchmal einfach nur diese Version. Ja, ja. Fühlt sich angenehm an, oder? Geht. Also dafür, dass Obsidian ist, ploppt das ziemlich schnell ab. Ich baue mich jetzt hier in so einer Schraube nach oben. Und oben grase ich dann einfach die Plattform ab. Joa also für Obsidian geht das ziemlich fix. Wir können immer ja mal ausrechnen. Wie viele Sekunden brauche ich pro Block? 21, 22, 2 Sekunden. 21, 22. Joa. Ich würde mal sagen, so 2 Sekunden. 2000 Sekunden brauche ich jetzt um das abzumachen, wenn ich 1000 will. Wie viel auch immer das sind. Das weniger als eine Stunde? Ich muss nicht mal eine Stunde jetzt hier buddeln? Oder ich sag mal so, ich sag mal eine Stunde muss ich jetzt Obsidian abwandern. Hä? Mir kam das mal länger vor? Oder war das einfach früher so, dass man nicht mehr so diese Grindy-Sachen gemacht hat oder dass, dass die als anstrengend empfunden wurden? Aber 1000 Obsidian-Farmen, das geht ja noch. Seit halt natürlich, ich habe damals ohne Beacon gefarmt, aber. Naja. Guck mal, ein halbes Stack Obsidian gleich voll. Schön. Dann würde ich sagen, äh, ja, kurzer Schnitt und wir sind ein bisschen am Obsidian-Grinden. Kannst du mir wieder um Stunden handeln. Oder genauer gesagt, weniger eine Stunde, weil das haben wir gerade ausgerechnet. Egal. So, meine Freunde, mittlerweile schon wieder nächster Tag. Nein, nicht weil es so lange gedauert hat, sondern weil ich eine Pause hatte. Ich habe das ja auch Stream aufgenommen. Jetzt bin ich wieder da. Bin ich nicht mehr im Stream. Äh, ja, die Geschichte war sehr erfolgreich, würde ich sagen. Gleich mal einen Screenshot machen. <lacht> 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 ähm, ich habe sogar mehr Obsidian gefahren, als eigentlich geplant. Ich habe hier 9 Stacks jeweils, also 18 Stacks, 20 Stacks, 23 Stacks. Obsidian. Und das sind, wenn ich mal kurz einen Rechner raushole, 23 mal 64, 1472 plus die 45, also über 1500 sind es. Also nochmal plus die 45 zu, sind 1517. Über 1500 Obsidian habe ich gefarmt. Und das sollte jetzt ja wohl ausreichen. Um das Ding komplett fertig zu bauen. Der Beacon, also ich, wenn wir gerade hier so ein bisschen rumlaufen, ich habe zwei komplette Türme eliminiert und von dem noch so ein bisschen angeknabbert. Ähm, hier war ein kompletter obsidian der ist weg. Und da war einer, der ist auch komplett weg. Außer er ist komplett weg? Der geht natürlich noch bis in die Tiefe rein und so, aber das können wir uns sparen. Könnte ich kaschieren, nehme ich jetzt einfach hier noch eine Ebene abbau und dann ähm, könnte ich aus Jux eigentlich machen, oder? Können wir bauen noch eine Ebene ab? Und löschen den einfach komplett so, dass man hier reinkommt. Und ähm, es ist einfach nichts mehr da. Du kommst ja von hier vorne hoch und die komplette Tür müssen weg. Ja, genau, mach ich. Pass auf. Ich nehme nochmal hier eine Schicht weg und schmeiß da und drauf aus Jux. Damit man es einfach nicht sieht und man vielleicht verwirrt ist, dass die Türme fehlen. Weiß nicht, ob nochmal jemand das Ende überhaupt betritt, aber kann ja sein. So, habe ich hiermit gemacht. Und dann heißt das jetzt Auffüllen. So, aber warte mal kurz, habe ich zu wenig Enzo, um beide jetzt auch zu füllen. Ja, läuft. Bzw. ich kann einfach so hier machen. Fällt gar nicht auf. Sieht alles komplett natürlich jetzt aus hier, ne? Ja, obwohl vielleicht hier so ein bisschen angeglichen noch. Ja, dann sieht das vielleicht natürlich aus. Hier vorne sieht man es dann halt. Also die Pyramide kommt jetzt gleich weg. Aber hier kann ich auf jeden Fall. <laughs> okay, einfach nur gelöscht. Sieht das von vorne Bisschen seltsam, oder? Bisschen arg seltsam, wenn du von hier vorne kommst und hochlatscht. Uff. hat echt ein ganz anderes Bild, wenn die Türme wechseln, ne? Egal. So, wenn man ganz los ist, kann man alles abbauen. Ich meine, die Frage ist halt wozu, aber. Da würde ich mal sagen, nehme ich Biegen wieder mit. Pyramide auch. So, Ziel erfüllt. Der Biegen hat eine ziemlich. Langsame Abbaugeschwindigkeit, ne? Ja. Aber ich kann jederzeit mal aufbauen. Wir sammeln das ein und dann geht es wieder zurück und dann kann ich anfangen, die Farm aufzubauen. Ich glaube auch nicht, dass wir die heute wieder fertig schaffen werden, weil das schon ziemlich oder ein bisschen aufwendiger ist, aber da gucken wir mal. So, da sind wir wieder zurück in der Base. Das Eisen, alles kommt wieder zurück und der Biegner, der Biegner, der kommt erst unten an seine richtige Stelle, weil wir brauchen ja jetzt wieder gleich die Abbau-Speed. Äh, ohne Haste Beacon ist es in der Base nicht dasselbe, Leute. Ich habe auch noch ein bisschen Gold gefarmt, übrigens im gestrigen Stream. Ähm, der Gold Beacon hat jetzt die nächste Ebene bekommen. Und da fehlt gar nicht mehr allzu viel. Für Blöcke fehlt er noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Ja, geht, geht, geht. Also ein paar Tage brauche ich noch. Ich werde jeden, jeden Stream so ein kleines bisschen Gold farmen, damit sich das hier erübrigt. Aber der Eisenbeacon, der kommt nach da. Machen wir hier hin. Und ja, Leute, ich bin noch am Minecraft und auch am Craft streamen. Gegebenenfalls nach ARC. <laughs> Oder davor auch teilweise. Immer mal zwischendrin spontan reingucken. Okay, ähm. Wie machen wir weiter? Ich würde jetzt sagen, Obsidian ist dabei. Wir müssten jetzt ähm, oben die Grundform ein bisschen ziehen. Und ich muss auf was achten. Folgendes: Ich kann nicht in die Tiefe bauen. Wenn ich jetzt die Goldfarm da oben hinsetze und in die Tiefe. Habe ich irgendwo einen Aufzug hier? Ne, habe ich nicht. Ähm, muss hier hinten hochgehen. Und die, und, und die Killstation machen will. Da kann ich da nicht in die Tiefe gehen. Ich war überlegen, was mit Wither-Rosen zu machen. Das ist ja ganz fein. Übrigens, was ich auch noch im Stream gesehen habe, ne? Hier fehlt ein Villager. Der ist weg. Also hier sind noch drei Stück drin. Hier fehlt ein Villager. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist oder wie der gestorben sein sollte. Hier ist ausgeleuchtet. Hier ist alles der Ewigkeiten drin, ist wieder weg. Vielleicht ist wieder ein Blitz eingeschlagen, aber das Dach ist eigentlich okay. Da ist jetzt nichts weggebrutzelt. Glaube ich jedenfalls. Also ich habe von hier unten nichts gesehen. Hm, schlecht. Aber, so, müssen wir gucken. Die Geschichte hier hinten, die muss ein bisschen angehoben werden. Ich kann schwer einschätzen, wie viel Platz ich brauche. Aber ich würde mal schon sagen, ein gutes Stückchen in der Luft darf die sein. Vor allem Dingen, da ich ja, auch ganz viel Platz hier habe. Ich bräuchte vielleicht mal ein paar Baublöcke. Aus welchen Materialien sollen wir die eigentlich bauen, die Farben? Aus welchen Materialien bauen wir die Grundform? Wollen wir mal Bricks nehmen, irgendwie was anderes, auch wenn das vielleicht gar nicht mal so gut hier reinpasst? Oder Holz, weil Holz habe ich ja eigentlich auch genug. Kann ich die irgendwie tarnen? Also die kann ja auf so Säulen stehen. Das muss ich jetzt konstruieren. Ne? Ich kann ja so fette Holzstämme machen, die so nach oben gehen und da. Ja, doch, vielleicht wäre das was. So dicke Holzstämme, wo die draufsteht. Das heißt aber auch, ich darf meine Holzfarmer ein kleines bisschen benutzen. Beziehungsweise, da ist es problematisch, denn ich habe nicht noch Knochenmehl dafür. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll, erstmal. Das ist aber verboten. Auf dem Holz da oben drauf. Auf dem Holz können Mobs spawnen. Ja. So, da gibt es doch sowieso noch ein paar Problemstellen hier. Ähm, ich würde das gerne vermeiden, dass hier Mobs spawnen. Okay, okay, ähm, da müssen wir gucken. Das ist jetzt gerade kein so einfaches Unterfangen. Wie machen wir das denn? Also, ich meine jetzt nicht die Auslöschen, sondern mit der Farm. So, hier kommt erstmal ein Block hin. Der wird nicht mit weggeschoben, sondern die Holzblöcke ziehen sich unten durch. Gut, dann als nächstes. Ähm, da oben muss auch noch eine Beleuchtung hin. Das ärgert mich schon die ganze Zeit. Da müssen wir mal ran. Und ich hole mal ganz kurz Steine von hier Ich würde es. Ja, der. Oder aus Steinen bauen. Ich kann auch Steinsäulen nehmen und da irgendwas drauf packen. Die Qual des Materials. Es soll ein bisschen ins Dorf reinpassen. Ich möchte aber auch nicht zu viel. Äh, zu viel Holz nehmen. Zu wenig Holz nehmen. Soll ich mit Stein bauen? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen spontan loslegen. Dann gucken wir einfach mal, wie es ist. Aber dennoch, das, das hier muss ich jetzt gerade mal hier machen. Hm. Eine Seelaterne und ich mache die einfach mal da dran. Einfach nur so, damit ausgeleuchtet ist. Hauptsache, die hängt da und dann ist gut. Mit nichts passiert. Sich mit dem Ding stört fertig. Wie stelle ich mir das vor? Soll ich irgendwie aus Moosstein und Cobblestone und Bricks? Irgendwie so, ist passiert. Irgendwie so Stelzen bauen und da oben ist dann das Becken drauf von der Goldfarm. Macht das Sinn? Da muss ich aber wieder hart ein bisschen mixen, ne? Auch Mossy Stone Bricks muss ich dann nehmen. Also irgendwie hier so einfach so hoch. So hoch wie es dann nun mal ist. Und da kommt dann das Becken drauf. Und hier drunter ist halt einfach Killstation Ich glaube, da kommen... Ja, doch. Lass das so machen, dass ich zumindest die Säulen nicht aus Holz mache. Die Wände kann ich ja dann aus Holz meinetwegen machen. Es wird hoffentlich nicht zu viel werden. Aber von der Höhe her, wie auch, machen wir es denn. Also ihr müsst bedenken, hier wo ich jetzt stehe, oder... Oh nein, nicht Phantome. Äh, Lightstream ging gerade nicht auf, geil. Äh, könnte sich. Ja. Könnte durch erklärt werden, dass es gerade ultra geleckt hat. <laughs> ähm, äh, ja, wir gucken mal. Wir gucken, wir gucken, wir machen das so. Ich, ich habe da schon einen kleinen Plan, glaube ich. Weißt du, Ideen, die hat man nicht einfach. Die hat man nicht einfach so spontan und fertig. Du musst die Idee entwickeln. Du hast ein Konzept, ja, dann guckst du, probierst ein bisschen, dann änderst ein bisschen und du überarbeitest das ständig. Ihr müsst nicht, ähm, ihr müsst nicht alles gleich fertig im Kopf haben. So mache ich das auch nicht. Pass auf. Dann nehme ich hier ein bisschen Cobblestone mit. Ähm, Mossy Cobblestone kann man machen, indem man Lianen verwendet. Und Lianen habe ich, glaube ich, noch zum gewissen Paket hier drin, da drin. Da sind wir zu wenige. Okay, wir müssen hier an, glaube ich, fahren. Oder ich mache es erstmal den Grundaufbau und dann kann ich im Nachhinein noch die. Ja, lass es so machen. Im Nachhinein werde ich dann einfach die Teile ändern. Huch, was ist hier passiert? Die Uhr ist abgefallen. Bitte was? Warum ist da die Uhr abgefallen? Vielleicht weil das Skelett da hingeschossen. Hat ein Skelett hingeschossen? Irgendwie so hoch? Von da unten und dann ist die Uhr abgeploppt. Ich stand hier und das Skelett hat hier so hochgeschossen. Und die Uhr ist abgefallen? Oder der Pfeil ist an mich abgeprallt und da dran? Das ist keine keine Ahnung. Ähm, das kann schon sein. Oh, übrigens. Chicken, chicken, chicken. Wieder 14 Eier drin, 15 Eier drin. Die müssen wir gerade mal wieder ein- aus- Leute, ich muss mal Chunks laden meiner Base. Meine Base wird gechunkloadet und zwar von mir selbst als Spieler. In der 1.15 würde ich vielleicht mit dem Upgraden einen eigenen Chunkloader bauen. Aber ähm, da müssen wir mal gucken. Gut, dann machen wir das mal so, dass ich hier rangehe und mit Leitern hochkletter, dass ich da einfach mal hoch kann. Und wir gucken jetzt mal, welche Höhe so gut wäre für, für eine Killstation. Also die die müsste eigentlich schon ausreichen, aber ich habe irgendwie irgendwie können wir noch ein bisschen höher gehen oder so. Gleichermaßen dann die hinten natürlich, ne? Hier ist auch noch mal so ein erhöhter Posten. Ja, ich werde die Blöcke im Nachhinein austauschen einfach. Aber oh, warte, Scheren brauche ich nicht. Steine brauche ich ja damit. So, jetzt spudeln wir uns hier so ein bisschen hoch. Oder stecken wir uns hoch. Das werden die vier Säulen des Goldes. Übrigens zum Thema Goldfarben. Dann muss ich auch nicht mehr im, End, äh, im, End, im Nether an der Goldfarm da stehen, sondern kann das hier rüber machen. Dann hier natürlich genau wieder dasselbe. 25 mal 25 Das ist die Grundform. Und dann gucken wir, wie wir das da drauf bauen. Ich würde doch hier einmal ganz kurz vielleicht verbinden mit Holz dann. Mit Holzstämmen, die ich kahl rasieren würde. Und oh, nächste Preisfrage: Der Boden der Farm. Da wird ein Wasserstrom drin sein. Den würde ich wahrscheinlich aus Holz machen, einfach ein bisschen zu sparen. Ja. Let's see, es wird wieder ein massiver Kasten. ne? Ach ja, wer die Goldfarm nicht kennt, übrigens gibt es zum Tutorial bei mir auf YouTube in der Tutorial Playlist. Das ist aber ein großes Gerät mit ganz viel Obsidian. Dann habe ich übrigens auch mein eigenes End Nether Portal. <laughs> ja, einfach durch die Goldfarm rein. Verdammt! Aber ich kann doch eigentlich sogar in der Goldfarm einen Chunkloader dann bauen. Leute, stimmt, ich kann in der Goldfarm einen Chunkloader bauen. Why not? Mindblown. Geil. Ja, das ist dann so der Plan, würde ich sagen. Oje, oh, wenn jemand herkommt, der wird sich auch denken, was zum Geier passiert denn hier. Aber ich habe hier schon mal jetzt eine äh, gute Idee mit den Wegen und so. Ne? Das heißt, der Weg führt auch sofort hier vorbei. Und den Berg, den muss ich ganz dringend ausleuchten. Und ja, ich habe das Skelettpferd gesehen. Chill, chill, chill. Hat mir am Stream schon die ganze Zeit gesagt. <laughs> Skelettpferd ist gesehen worden. Irgendwie so kann man das doch machen hier. Ja, dann gibt es auch noch ein schönes Bild. Gut, und jetzt muss ich noch ein bisschen Steine ran schaffen und ein bisschen Holz und dann so ein bisschen weiterbauen. Okay, Leute, ich habe mich auf eine Höhe jetzt festgelegt. Also 20 Blöcke geht es nach oben und ab hier müssen wir jetzt schon die Portale bauen. Ähm, ich habe ein bisschen höher gemacht, weil ich direkt bei der Portalgrenze anfange, aber hier kommt noch ein Wasserbecken drunter, was dann zur Seite schwimmt und deswegen haut das wahrscheinlich hin. Aber jetzt geht es erstmal hin und genau an die Kante hier. Zack, Obsidian. Und jetzt heißt das einmal nach komplett drüben. Und da ist nur ein Portal. 23 mal 23 von der Größe. So, und jetzt noch eins gleich, aber dafür muss ich mal kurz hier lang mich hochbauen. Äh, ich werde jetzt nicht überall eine Leiter dran stellen. Ich denke mir nur an die eine Seite und von dort aus laufe ich dann überall hin. Portale anzünden machen wir auch ganz zum Schluss erst. Das heißt, das ja, stört uns jetzt erstmal nicht, hoffe ich. So machen wir das. Und dann kommt hier einer dran und dann muss halt dasselbe noch nach oben gehen, ne? Hier. Yeah. Und dann müssen wir von hier... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22. Und halt hier dann die 23, aber... So. Da muss ich erstmal die Säule hochbauen. Ich denke mal, wenn ich den Grundrahmen jetzt erstmal fertig habe, dann passt das. Gehört halt viel Vorbereitung dazu. Du musst ein bisschen Überblick haben bei der Farm. So, und von hier wird es dann wieder in die andere Richtung rübergehen. Und hier von außen kann ich dann mit Holz so zwei Blöcke hochzubauen. Müssen wir gucken. Pass auf, ich hole ein bisschen neues Obsidian raus. Ja, das reicht erstmal. Muss ja nicht komplett Inventar voll machen. Und auch hier wieder zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Und das passt doch alles wunderbar. Gut. Grundriss steht. Wenn nicht, hätte ich alles Obsidian wieder abbauen können. Macht ja nichts ab ja hey speaken. Aber selbst dann braucht man noch so zwei Sekunden für ein ähm, Obsidian zum Abbauen. So, irgendwie, irgendwie passt das auch voll gut von der Thematik her. Ja, wir haben eine Eisenfarm und eine Goldfarm daneben. Eisen und Gold. Geil. Natürlich die Goldfarmen müssen also fertig gebaut werden. Schön. Das ist der äußere Rahmen. Jetzt müssen wir den inneren machen. Das geht jetzt äh, hier so weiter, ne? Ich habe mal alles Holz auch, was ich hatte rausgeholt. So, jetzt kommt der innere Rahmen. Das heißt, hier machen wir jetzt genau dasselbe Spiel. Ah, nee, warte mal ganz kurz, war das richtig? Ja, oder? Doch, müsste, müsste, müsste hinhauen. Moment. Ja, nee, ist richtig. Keine Ahnung, was ich gerade gedacht habe. Ähm Und dann ziehen wir das durch. Das wird von oben aussehen wie das feinste Muster. <laughs> feinste Muster ever. So. Ich würde sagen, den Grundriss mache ich noch irgendwie so. Also können wir noch in die Folge mit reinpacken. Ich ziehe jetzt mal die Spiralen hier rum. Und dann äh, ja, sehen wir uns gleich wieder nach einem kurzen Schnitt. So Leute, hätten wir das. Das ist der grobe Umriss. Und um das nochmal von oben zu zeigen, flup. Würde ich mal sagen, parken wir irgendwo mal bei Revi hier oben. Irgendwo bei Revis Portal oder so. Gut. Na. Gut, dann nicht beim Portal, dann eben auf dem Baum hier. Den werde ich auch vielleicht mal weghacken. Tada! schön. So soll das aussehen. Und da kommen jetzt lauter Portale drauf. Wie das weitergeht, seht ihr aber auch schon in der nächsten Folge. Wir haben schon ziemlich, die ist schon ziemlich lang hier. In diesem Sinne, bis dann lass krachen und dann bauen wir die Goldfarm fertig und dann können wir zur AFK hinstellen und easy peasy oder so. Ciao, ciao.